Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fishing Planet. Heute wollen wir mal uns dem Colorado-Turnier widmen, das Old Bucks-Turnier. In dem Turnier geht es darum, mit Schonhaken so viele Forellen wie möglich zu angeln. Es gibt zum Beispiel die Halsabschneider. Für die Junge gibt es 10, für gewöhnliche 20, Trophy 40, einzigartige 50. Die Regenbogenforelle für die Junge 15, für die gewöhnliche 30, für die Trophäengröße 60. Ja, es ist bewölkt und ja, Mindestlevel 8 und gibt auch wieder recht gut Belohnungen dafür. Ja, auch schon ein bisschen höher vom Level der See. Ja, Sekundärziel ist wieder die größte Forelle zu fangen und dann gucke ich mal hier kurz ins Inventar. Das ist immer schade. So, gucken wir mal. Shop am See. Köder. Denke. Ja doch, den gibt's ja am See zu kaufen. 7 Gramm, 1 Dollar Haken. Kaufen wir den jetzt mal. Ich nehme einfach die Fässerleitrute, weißt? Geht ja damit ganz gut und da hau ich dann einfach den Barbless rauf. Ich hab jetzt gar keine dabei, ich werde einfach weiter spinnen, da die 30 Minuten. Blinker und Spinne, warte mal, wo ist denn der Barbless jetzt? Ach, da unten. Weiß jetzt bloß, ich glaube, da muss man hinten hinwerfen, ne? Ja. Ja, ich mach das mal war fix. War das Regenbogen oder Halsabschneider? Das war Regenbogen, was er gefangen hat. Ja, dann auf der rechten Seite. Genau, da schmeiß ich dann hinten einfach da hinten hin, genau. Ja, dann probieren wir das doch mal ein bisschen anders. Bei mir ist gerade wirklich, Dann mach ich Stop and Go. Ja, genau. Dann mach ich dreifache Geschwindigkeit, genau. Mit der Fässerleit-Route. Die ist jetzt übrigens seit dem Patch auch zu kaufen, gibt jetzt im Shop. Frag mal im Chat nach, ob es da noch mehrere gibt, die davon betroffen sind. Vielleicht schreibt der einer zurück. Hier, achso, du schreibst gerade, ich sehe es gerade. Ja, ja. Genau. Das ist nicht, weil echt doof. Oh, hab einen Biss. Ah, oh, ist wieder weg. Ah, losgeleiert, wegen den Schonhaken, ne? Aber ich hatte schon einen Biss, das ist schon mal gut. Hast du die Fässerleitroute denn nicht mit? Nee, ich hab alles zu Hause gelassen. Ah, Mist. Ja, reiß jetzt lieber nicht ab, ne? Sonst ist das Turnier vorbei, ne? Ja, ich werde jetzt die 20 Minuten versuchen. Ich bin trotz 0 Fische auf dem 34. Platz, also ich finde das schon. Ja, ich bin 62. Also, damit kann man doch leben. Genau. Ja, vielleicht angeln wir sogar an Uni hier. Mal gucken. Ah ne, Regenbogenforelle gibt's da nur in Trophy, ist da das höchste. Ja. Da hatte der Fischermixi ja dann eben auch so viele Punkte gekriegt. Gibt's glaube ich 60 Punkte, genau. Das ist natürlich richtig ordentlich, wenn man mal mit einem Schlag so 60 Punkte, damit wäre man auf jeden Fall schon Platz 9. Ja, also das, Ja, auch nochmal als Tipp, wenn ihr da irgendwas umstellen... Jetzt habe ich einen dran, ne? Wenn ihr irgendwas umstellen wollt, einfach Escape drücken, dann hält die Zeit an, ne? Also keine Angst. Alter, der Drill ist ja der Hammer hier. Also nächstes Mal kann ich dir empfehlen, die Fässerleitroute noch mit einzupacken. Ja, genau. Habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Ich dachte, das Stippen funktioniert vielleicht heute mal. Aber ich hab immer meine 7 Taschenroute mit, weil 7 Routentasche. Mal gucken, was habe ich hier? Was habe ich hier? Eine Junge bloß. Na egal. Meine ersten 10 Punkte, Platz 27. Oder einer hat schon das Game verlassen. Ja. War nicht geäußert, aber wer verlässt nach 9 Minuten das Game? Ja, das ist richtig. Ja. Oh, Lucifer LP auch das Game verlassen davor. Lucifer LP, okay. Ja, und einer vom BB Bass hat auch das Game verlassen. Mehrere.
Bei mir geht gerade gar nichts. Ach, Schonhaken ist echt schon eine geile Herausforderung. Oh, ich habe wieder einen dran. Mal die Bremse ein bisschen höher hier. Obwohl, ich mach mal. Oha, der macht aber richtig gerade aus. Ich glaube, ich wieder einen Halsabschneider, so wie es aussieht hier. Nee, es war ein anderer. Regenbogenforelle. Platz 26. Ja. Man hat natürlich wieder die ersten Minuten verschenkt, weil man eigentlich eine andere Taktik nimmt. Oder nehmen wollte und ja. Aber danke auch nochmal an den Fischer-Mixi, dass er mir so schnell geholfen hat, dass man jetzt einfach mal so fix die Taktik ändern konnte. Ja. Also da ist er wirklich sehr sportsfreundlich. Dass er einfach so während des Turniers, während er vielleicht sogar selbst am Machen und Tun ist, da Platz einzukriegen, da noch einen Tipp gibt. Von ihm anrechnen. Ja. Und du hast noch nichts, wa? Ne, auch nicht ein Zupfer in 11 Minuten. Das ist wirklich tote Hose. Gar nichts los. Noch eine junge Regenbogenforelle. Ja, wie gut, dass man auch noch hier die Stellen so ungefähr weiß. Dass man da auch mal so umschwenken kann. Ja, Stop and Go funktioniert ganz gut. Gerade traurig. Ja, vor allem bei dir ist es jetzt, sag ich mal, zweimal New York, wo du das Problem hattest. Richtig. Und jetzt das nächste, ja. Und so wie es auch aussieht, scheinen die Entwickler jetzt auch nicht wirklich Rücksicht darauf zu nehmen, weil die hat mal gefragt, hat mal einen Support angeschrieben, ob man irgendwie seine Reisekosten dann wieder bekommt, aber da kam dann auch nur eine pumpige Antwort. Ja, sehr schade, dass das, ja, dass der Support da so reagiert. Oh, was ist das? Echt schade, wenn man die eigentlich unterstützt. Ja, und vor allem, man gibt da Geld aus, macht ja auch eventuell allein schon durch die Mundpropaganda macht man ja auch schon Werbung für das Spiel, wenn man jetzt zu seinen Freunden sagt, so, ja, das Spiel ist cool oder das macht Spaß. Und ja. Nee, das wird wieder eine Nullnummer, das sehe ich schon. Ja, Fischer Mixi ist jetzt auch nicht mehr in der Top 10, der scheint wohl auch gerade eine Durchstrecke zu haben. Ja, wenigstens hat er etwas gefangen. Ja. Hab schon gesehen bei Pantoffel, man kriegt sogar Minuspunkte, wenn man zu wenig Punkte macht. Wenn man jetzt so ein gewisses Skill-Rating da hat. Ja gut, er war ja Platz 1 oder so. Ja. Da habe ich gestern auch keine Minuspunkte gekriegt. Oh, jetzt habe ich ein. Ja, das könnte ein etwas größere sein. Ich hoffe mal kein Junge jetzt, vielleicht mal normaler. Halt schade, in der Zeit hätte man einfach woanders Geld farmen können. Oder naja, klar. Oder leveln mal. Oder leveln ja, können ja, oder richtig. So. Ja. Ich glaube, das ist bei mir jetzt. Willst du wieder abreisen, wa? Ja, ich werde jetzt die 15 Minuten noch fertig machen. Ist jetzt egal. Hast du den Köder mal gewechselt? Ja, ja, auch. Ja, ich gehe übrigens jetzt, ja, quasi morgen, also
gehe ich jetzt auch mal am Forellenpuff, das erste Mal in meinem Leben. Ja, ich habe ja auch erst seit letztem Jahr meinen Angelschein. Und ja, mal gucken, was wir da so fangen. Ich glaube, so die Regel ist immer so, dass man 3 Forellen fangen darf und der Rest muss man dann selber bezahlen, wenn man mehr fangen will, dass man das halt nicht komplett so leerfischt da. Ja, werde ich auf jeden Fall auch mal ein Video dazu machen. Und ja, mal gucken. Na, hoffentlich fängst du was Gutes. Darf man spinnen oder nur? Na, so wie es aussieht, wahrscheinlich nur, ja, sag ich mal, mit Naturköder halt, ne? Ja. So wie es aussieht. Barsch und Also sowas. Blinker ist ja bei einigen nicht erlaubt, weil Ja. meist gehen die Forellen ja dann doch eher auf den Blinker. Oh, Ein jetzt. Gummifisch? Ein Gummifisch, denke ich, das ist okay. Da würde ich das vielleicht mal probieren. Ja. Da gehen die ganz gut drauf. Oh, Junge, halt so schnell, okay. Ja, Platz Wenn unten 21. mehrere Farben mitnehmen. Ja, wir wollen auf jeden Fall Teigeimer auf jeden Fall mitnehmen. Ja, das geht auch immer gut. Dann halt Spirulino und ja, vielleicht sogar ein, wie heißt das, Tiroler Hölzel. Das ist Okay. quasi ja, so eine Art Stock, die man da ranmacht. Okay. Und die kommt dann quasi vor dem Wirbel mit so einer Perle, wird die dann quasi Ja. da so abgehalten. Ach so. Und die stellt sich dann im Wasser auf, sodass das quasi die Sehne komplett straff ist und dann so schräg im Wasser steht, weißt Ja. du? Und ist auch wohl nicht so teuer, das geht auch. Ich habe, glaube ich, einen großen dran jetzt. Das könnte eine Trophy-Regenbogenforelle sein. Damit würde Hoffentlich. ich auf jeden Fall gut nach oben kommen, weil dann hätte ich von 65 auf 120, dann wäre ich Vierter. Wenn das jetzt wirklich ein Trophy ist. Drück mir die Daumen, ey. Ja, Alter, mach ich. das ist ein Drill, ey. Meine Fresse. Ehrlich gesagt, habe ich mit der Ultraleichtrute auch noch nicht so viel geangelt, aber die Turniere sind natürlich cool, dass man auch mal denn die Ausrüstung mal so ein bisschen Richtig. variiert. Auch das mit den Ja. Schonhaken finde ich eigentlich auch cool, dass dadurch der Drill auch ein bisschen schwieriger wird. So, er kommt noch 12 Meter. Alter, jetzt bin ich gespannt, wenn das ein Trophy ist. Und? Nee. Normaler, ne? Ja, Ja. ist normal. Ach, Halsabschneider sogar bloß. Ah, schade. Aber Platz 11. Das ist doch schön. Ja. Ja, ist auch ganz gut. Habe ich jetzt nochmal eine andere Angelmethode ausprobiert hier. Ach, das ist doch gut. So, 13 Minuten haben wir noch. Killerbommel schon bei 160, alles klar. Fischer-Mixi ist wieder in der Top 10. Was hast du denn für eine Rutentasche, dass du da. Wie viele Ruten kannst du da Nee, mitnehmen? ich habe 7, aber ich war zu faul, um mehr einzupacken. Ach so. Ich kann dir auch den Tipp geben, wenn du jetzt die 7 Ruten hast und du willst sie jetzt nicht immer rausnehmen zum Reparieren, Ja. dass du dir später, wenn du auch ein bisschen was gespart hast, dir die Ruten alle doppelt kaufst und quasi dann immer die eine durch die andere ersetzt und somit dein ganzes Setting bestehen bleibt und dann quasi immer die reparierst, weißt du? Ja. Und genauso auch mit der Rutentasche, dass du nicht die Rutentasche rausnimmst und alle deine Ruten sind dann wieder im Inventar, Genau, ja. sondern dass du einfach nur die Rutentasche austauschst, meinetwegen auch mit einer 5er oder so, wenn du jetzt nur 5 Ruten mit hast, tauschst du halt durch eine 5er aus und dann quasi brauchst du das nicht wechseln, weißt du? Na, wenigstens fängst du was, dann sehen die Zuschauer was. Ja. Ne, das ist halt Ich wichtiger. glaube, sonst hätte ich die Aufnahme auch schon wieder ausgemacht. Bringt ja nichts. Ja, also das werde ich auf jeden Fall hier öfter machen jetzt mit dem Barbless Narrow Spoon 7 Gramm 1-0er Haken. Das macht doch Spaß, also. Ja gut. Ja, 12 Minuten noch. Ja, mal, wenn du willst, kannst du abreisen oder was. Ich weiß ja nicht, wie du Bock hast. Ja, ich angel jetzt konsequent die 11 Minuten noch runter. Werde ich davon auch gleich einen Screenshot machen, um das nochmal abzuschicken.
Ja. Du kannst ja dann einfach deinen Kescher fotografieren, da dass da nichts drin ist, oder was? Ja. Und dann sehen die ja eventuell deinen Namen auch irgendwie, dass sie das mal nachvollziehen können, da. Dass du auch wirklich so heißt. Oh, ich habe den ersten Zupfler. Oh, okay. Jetzt nach 20 Minuten, okay. Nach 20 Minuten. Ist das jetzt für einen Köder drin? Immer noch den gleichen. Immer noch die roten Lachseier oder was? Ich habe jetzt immer so ein bisschen geswitcht. Jetzt habe ich die künstlichen Lachseier. Mhm. Erste Zupfen nach 20 Minuten. Das ist doch schön. Ja. Jetzt hat es schon wieder aufgehört. Ja, wird bestimmt gleich weitergehen. Mal schauen. Wenn er einmal zupft, dann. Wenigstens einen Fisch, das wäre ja ganz cool. Ja. Nach zwei Turnieren ohne. Komm, ich will jetzt einen Trophy dran haben. Oh nein, Fisch-Content, komm auf Zugrund. Oh nein. Ah, oh, das ist ja ärgerlich jetzt, ey. Den hätte ich gebraucht, den Fisch. Oh, es könnte eine große sein, mal schauen. Oh, direkt. Oh, Miguel. Normale. Ja, siehst du. Danke, lieber Gott. Fishing Planet Gott, wenn es da einen gibt. Ja, er will dich im Spiel haben. Richtig. Oh, hier, der eine hat schon wieder der Z-Nook, ey. Regenbogenforelle in Trophy-Größe, ey. 60 Punkte. Das ist echt der Hammer. Oh, hoffe mal jetzt, dass ich den kriege jetzt hier. Nicht schon wieder geringe Schnurspannung hier, ey. Oh, der lässt sich ganz gut reinkurbeln. Ah, ich glaube, das ist kein Trophy. So, der auch hier schon wieder abgeht. Ne, was ist das denn? Halsabschneiderforelle, okay. Platz 17. Ich will mal sehen, wie viele da an dem Turnier teilgenommen haben, weil ich bin jetzt mit 20 Punkten auf Platz 60 und das ist schon echt hoch. Also das Turnier werde ich morgen definitiv. Naja, morgen mal gucken, ob ich das morgen mache. Ja. Weil ich will ja am Donnerstag dann gleich um 8 los zum Forellenpuff. Ja, ja. Quasi jetzt nach Colorado. Nee, nee. Ich glaube, das bleibt der einzige Fisch. Jetzt ist schon wieder Totenstille. Und wieder kein Zuppler. Ne. Hatte ja auch nur einen Wunsch nach einem Fisch. Man soll ja nicht gierig sein. Mhm. Ja, ist richtig. Hier, Killerbommel da irgendwie wirklich wieder 20 Fische rausgeholt, ey. Ja, ist richtig. Na komm, komm, komm. Top 10 wäre echt nice, ey. Wie viele Punkte hast du gerade? 130. Oh, ist ja knapp. Ja. Ich hoffe mal, dass ich eventuell noch reinkomme. 7 Minuten sind noch. Muss auch immer den Powerbalken so ein bisschen im Auge behalten, weil wenn jetzt wenn man hier also spinnt mit dem Narrow Spoon, manchmal bleibt er so kurz stehen und der Powerbalken bleibt auch kurz stehen und dann gleich rechts anschlagen, weil dann ist der Fisch da schon ganz dicht dran, ne? Und dann ja, auch wenn man jetzt nicht, also auch wenn er noch nicht komplett gebissen hat, kann man ihn dann so halt einhaken. Mir hat schon öfter aufgefallen, dass der Powerbike dann so ein bisschen ausgeschlagen hat und wenn ich da einen Rechtsklick gedrückt habe, da jetzt schon wieder. Okay, jetzt hat er gleich wieder losgelassen, aber
jeden Fall auch knapp gewesen. War schon wieder was. Manchmal kommen die auch wirklich hier bis zum Anfang mitgeschwommen. Bis auf kurze Distanz. Mal jetzt mal anheben und fallen lassen. Mal sehen, ob das auch gut geht. Kriegt man den Sohn vielleicht da ein bisschen schneller eingehakt? Weiß ich denn schon auf das 5-Minuten-Weltsturnier? Ja, das haben wir auch gerade festgestellt. Es ist morgen wieder das Weltsturnier eingetragen, nachdem es ja heute entfernt wurde. Und ja, das geht insgesamt 5 Minuten. ist auch, glaube ich, ein bisschen buggy und auch die Zeiten ganz komisch eingetragener. Ja, wie gesagt, sind ja noch am Patchen und am Machen und am Tun. Mal gucken. Da ist das wenigstens schnell vorbei, wenn man nichts fängt. Ja. Holst du einmal ein Trophy 6 Kilo raus und dann ist gut. Richtig. Ganze AFK gehen. In den 5 Minuten, glaube ich, hört auch keine noch mehr raus. Oh, jetzt sind die schon bei 170, ne? Ich komme nicht hinterher hier, ne? Ja, jetzt habe ich auch so ein bisschen Flaute. Jetzt hänge ich schon 50 Punkte hinterher, obwohl ich eben gerade noch 10 Punkte bloß hinterher hing. 3 Minuten 40 Sekunden. Da, oh, 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 was ist das für einer? Alter, der hat mal Gas gegeben, ey. Mal gucken, ob es ein großer ist. 60 Punkte wären jetzt echt nice. Ja, noch kann ich die Bremse, also höher kann ich die Bremse auf jeden Fall nicht machen. Das sieht nach einem großen aus. Ja, wünsche ich dir mal Glück. Oh, 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 ja! Ein Trophy Regenbogenforelle. Alter, Platz 10. So, jetzt kommen noch ein, zwei kleine und dann ist alles schön. 190 Punkte. War jetzt natürlich perfekt, der Fisch nochmal am Ende. Ja, also das wäre meine erste Top-10-Platzierung, ja, sage und schreibe, ja, nach, keine Ahnung, 7, 8, 9 Turnieren. 2 Minuten 45 Sekunden sind noch. Oh, schon wieder ein, okay. Mal gucken. Oh, gleich noch ein Trophy hinterher, oder wie? Ja, natürlich super. Kann ich den Killerbommel nochmal angreifen, da. Ja, ist auf jeden Fall ein recht großer hier. Wünsche dir mal eine Trophy. Kannst sie nämlich alle überholen. Ja. Das ist natürlich dann wieder echt so Turnier-like, ne? Ey, am Anfang läuft alles Mist und dann so mit 2 Fischen bist du auf einmal oben mit dabei, ne? Ja, richtig. Das ist ja, oh, so viele Punkte geben. Naja, die bringen echt gut, ey. Darf echt, muss jetzt echt aufpassen mit der Schnurspannung. Damit die da nicht verloren geht. Oder dass der Fisch da vielleicht entkommt. Noch bin ich Platz 10. Ich verstehe nicht, warum man. Ist das bei diesem Bug, dass man gar keinen Fisch fängt oder dass man ja, sehr, sehr selten einfängt? Ja, vielleicht kann auch sein, sehr, sehr selten. Ich habe es ja gestern auch gehabt, dass ich ganz selten bloß eingefangen habe. Ja. So, was ist es? Oh, ich bin Platz 6, ist eine Halsabschneideforelle. Hm. Platz 7, gleich wieder verdrängt worden hier. Ja, danke an den Fischer Mixi, das hat echt noch geholfen, obwohl die ersten Minuten da richtig für die Katz waren.
Wahnsinn, ey. Das war krass. So, 1,5 Minuten noch. Vielleicht kriegen wir noch einen raus. Vielleicht haben wir noch mal das Glück. Also ihr seht auf jeden Fall, dass... Oh, jetzt. Ah, es war Phoebus, okay. Ihr seht auf jeden Fall, dass die halt auch recht weit noch mitschwimmen, beziehungsweise auch recht weit vorne noch beißen. Also deswegen immer schön bis zu Ende drillen und vielleicht auf den letzten 10 Meter auch nochmal einen mitnimmt. So 1 Minute noch. Ich glaube, nochmal ausschmeißen wird schwierig. Weil dann ist ja noch ein Drill und so. Aber bisher Platz 7. Bei mir ist noch eine 4 dran. 7-4. Ja. Da. Ja gut, das war's mit dem Turnier. Ja, probierst du sonst einen anderen Tag nochmal, dann auch mit dem Nero Spoon. Ja. Ich glaube, ich werde hier eh noch ein bisschen abrutschen, also. Na, jetzt war es das, glaube ich. Ich schmeiße mal einmal schnell raus, aber in 23 Sekunden wird da, glaube ich, nichts mehr. Ne, 10 Sekunden noch. Das war's dann auch, ja. Aber wir haben alles gegeben bis zum Schluss, ja. Genau, ja. Auf alle Wir haben Fälle. nicht aufgegeben. So, Teilnahmezeit ist abgelaufen. Ich hole mal rein. Ja, Leute, dann erstmal vielen Dank und Petri, Dank, dass wir noch ganz gut gefangen haben. Und auch nochmal Danke an den Fischer-Mixi. Und ja, ich hoffe mal, dass er sich dieser niedrigen Fischaktivität endlich mal. Ja, sag ich mal, Bitmann. widmen und da ein Patch liefern. Gut, an der Stelle erstmal vielen Dank, ja auch danke an Miguel, dass du trotzdem noch durchgehalten hast bis zum Ende. Ja, alles super. Nächstes Mal fangen wir wieder was Gutes, denke ich mal. Genau. Also ich, ne? Wird schon. Alles klar. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.